Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen zurück zu Warhammer 40k. Wir spielen Battlefleet Gothic Armada 2 und diese Folge geht's ein bisschen ab. Wir werden ein bisschen Action haben. Wenn dir das gefällt, lass mir einen Daumen da. Ansonsten, falls du noch kein B-Seiten-Gamer bist und dich gerne so nennen möchtest, das macht richtig Eindruck bei deinen Freunden, dann klickst du hier unten mal auf den Abo-Button. Ansonsten, falls dir das Game gefällt, kannst du gerne meinen Affiliate-Link zu meinem Keyshop-Partner GamesPlanet in der Videobeschreibung nutzen. Falls du irgendwelche anderen Käufe bei GamesPlanet tätigen möchtest und du findest meine Arbeit hier irgendwie cool und würdest mich gerne unterstützen, ohne auch nur einen Cent mehr zu bezahlen, dann kannst du gern einen beliebigen Affiliate-Link benutzen und da irgendwas anderes kaufen. GamesPlanet merkt das dann, dass du über meine Seite zu denen gekommen bist, und dann sagen die: Mensch, der Basti ist ja doch zu was Nutze, dem geben wir mal 5% des Kaufpreises. Mehr ist es nämlich nicht. So, Action ist angesagt. Wir kämpfen... Was? Hab ich jetzt am Mausrad gedreht? Habe ich irgendwie gar nicht. Wollen wir mal so ausprobieren? Nee, doch, Tatsache, habe ich irgendwie dran gedreht, ohne es zu merken. Wir haben eine Starbase, habe ich jetzt gerade nochmal gesehen. Hier sieht man es auch nochmal. Die haben insgesamt 1037. Das heißt, wir sind unterlegen. Die haben eine Starbase. Die haben zum Glück keine Verteidigungsplattformen. Wie die schiffstechnisch aufgestellt sind, geht eigentlich. Okay, wir schauen uns das jetzt mal an, wie das im Gefecht aussieht. Was bedeutet das eigentlich, eine Starbase zu haben? Was, also strategisch jetzt, ne? Was beziehungsweise taktisch? Was bedeutet das taktisch für uns? Dann schauen wir mal. So. Aha. Aha. Wir haben keine Cap Points. Gut. Das heißt, wir müssen einfach nur die... Ja. Einfach nur die Flotte bekämpfen. This I like. Dann würde ich ganz gerne Folgendes machen. Wir... Ich fletz die mal voneinander ab. So, so, so und so. Ja. Also, wir werden unsere Hauptflotte auf die 1 legen, unser Fregattengeschwader auf die 2 und unseren Zerstörer auf die 3. Die gehen in den Tarnmodus. So, der geht in den Tarnmodus. Und die gehen nicht in den Tarnmodus. Die gehen nicht in den Tarnmodus. So. Da ist die Base. Da sind die Schiffe. So. Und wir werden jetzt mal schön... Ich bin jetzt mit dem gar nicht in den Tarnmodus gegangen, weil das Schiff kann das nicht und dann bleiben die halt beide sichtbar. So, die werden jetzt hier schön flankierend hier Aufklärung betreiben. Und ihr versteckt euch hier so schnell es geht im Nebel, dass der Gegner Sicht verliert. Hier müssen wir hin. So, da ist was incoming. Ich vermute mal, das sind Bomber. Ja, wir lassen die nochmal laufen. Haben wir nicht irgendein geiles Talent, was wir... Wiederaufbau. Bricht sofort alle kritischen und schwerkritischen Effekte auf verbündete Necron-Schiffe in einem Radius. Okay. Wer ist das? Das Mutterschiff, was das liefert? Was haben wir denn hier noch? Erzeugt eine Schockwelle. Die feindlichen Schiffe und feindlichen Geschwader und Torpedos. Naja, das ist ja geil. So, dann das nutzen wir mal. Yes, my leash. Ich will jetzt aber nicht, dass unsere Fregatten hier aufgeklärt werden. Ready to serve. Vorsicht. On the march.
I serve your glory. Ja, geht um ruhig mal, genau. So. Gehen wir ein bisschen nach links. So. Was wir schon mal machen. Starten hier schon mal. Ah, nee. So. Kapelle. Arimiderci, das ist ja fett. Die sind einfach geplatzt. So. Und das Fregattengeschwader. Jetzt einmal hier. So. So. Kannst du die nämlich schön flankieren. Und wir klären mal auf. Also Achtung, Torpedos. What is your command? Motive units fully engaged. I serve your glory. Ah, ich, das ist alles Trümmerfeld, ne? Ready to serve. So, so. Yes, my liege. So, was haben wir denn jetzt hier? Da. Wir jumpen jetzt hier rein. Zack. Enttarnen die. Weil wir haben ja eine geile Range eigentlich mit. Boah, Vorsicht, 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 Vorsicht. Oh nein, jetzt fliegen wir hier in das Asteroidenfeld rein. On the march. Was haben wir hier noch? Wiederaufbau. Kugel der Wiederbelebung. So, der Gattengeschwader ist unterwegs. Mal, die machen wir auch mal so, so. Ein bisschen hier auf Range. They are doomed. So, 13,5. Zack. I serve your glory. So, und dann kannst du eigentlich zerstreuter Blitzbogen und er genauso. Und dann halten wir jetzt mal schön den Crit oben. Der zieht schon mal so ein bisschen Feuer auf sich. Das ist ganz geil eigentlich. Und der platzt, ist nicht so wild. Okay. So. Zack. Schilde sind gleich unten. Komm. Noch ein so ein Ding. Na, noch nicht ganz. Komm. Blitzbogen. Hopp. Zack. Ah. Ne, das geht ja jetzt nicht, ne? Schlag. Doch. Auch wenn das lila ist, anscheinend geht das. Sehr schön. So. Und was hat denn unser Mutterschiff hier noch so am Start? Ja. Geh du mal auf 9000 dran. Und wir werden nochmal diesen hier machen, um die Crit-Chance hochzuhalten. Das ist auch schon gut angeschlagen. Au, was war das? Das ist ein Torpedo. Nice. So, wir werden die Distanz ein bisschen verkürzen. Und der hat Boah, der ist beschädigt. Shit, temporär beschädigt. Das Scarabeus. Okay, aber wir haben noch die
Sternenimpuls Dingenskirchen. So. Rumpfregeneration, leichter kritischer Schaden, Deck. So, der versteckt sich da jetzt. Warum geht das nicht? Oh nein. Dieser Treffer, es geht. Alter. Schicken wir unsere Jäger hin, dass wir da Aufklärung kriegen. Ah, der ist auch schon ganz schön angeschlagen. So, wir haben ihn identifiziert, dann können wir jetzt wieder feuern. Unser Skarabäus-Schwarm ist ready. So, warte mal, wir werden die jetzt hier mal zusammenführen. In die zweite Flotte. Nice. Zack, Meuterei, sehr schön. Dann drehen wir bei. Dann Alter Weiß, fantastisch. Dann gehen wir mal hier auf Nachladen. Unterstützen wir doch die Meuterei mal. So. Okay. So, dann Flotte Stopp. Und wir springen jetzt hier mal. Ich habe gerade was gesehen hier, peripher. Zack. Und diesen, was habe ich da, ein Schiff vergessen? Ah, nee, das ist Verstärkung. Okay, dann kriegst du die 3. Und jetzt hätte ich bei einer Maximum Warp gesagt, das ist A, Star Trek, und B, haben wir sowas überhaupt nicht. So, zack. Aber wir können hier so Minisprünge machen. Ja, du kannst dich dem hier widmen. Lass mal diesen hier machen, so. Die 1. Ah ja, schön, der ist jetzt hier schön verborgen. Nice. Machen wir direkt mal Pause. Einmal diesen hier. Nee, ist leider nicht ready. Das haben wir gerade erst benutzt. Okay, weiter geht's. Nice. Zack. Crit. Deck beschädigt. Komm, das solltest du doch irgendwie hinkriegen. Kannst du nicht irgendwie rammen, aber so geil mit rammen ist nicht irgendwie, ne? Die sind relativ langsam. Die Necrons, entschuldigt bitte. Zack. Nice, nice, nice. Und direkt hier diesen hier, zack. Na komm, da wird gemeutert, ey. Das ist doch quasi schon down, das Ding. Ja, hier Verstärkung, ne? Nachladen, hopp. Jäger starten, um aufzuklären. Ah, das war zu früh. Da haben wir ihn identifiziert. Nice, nice, nice. So. Skarabäus-Schwarm haben wir immer noch nicht eingesetzt. Könnten wir eigentlich mal machen, weil der... Nice. So, du kriegst... Den gliedern wir dem unserem Mutterschiff an. Nee, bleib doch mal dran, so. Okay.
So, Pyramide, Wiederaufbau. Leisten die schweren kritischen Effekte ab, verbündete Necron-Schiffe in einem Radius von Einheiten und ab. Haben wir denn jetzt irgendwie so einen kritischen, ist das sowas hier? Schwerer kritischer, ich probiere das jetzt mal aus, ob das dann davon weggeht. Tatsache. Ich verstehe. Okay. Ich dachte eher, dass das so irgendein Dot, der läuft oder irgendwie sowas, ne? Dass das das abbricht. Aber damit kann man dann quasi einfach einen kritischen Schaden reparieren. Okay. Gut zu wissen. So, wir machen so. Ja. Zack. Und zack. Und das war's dann auch mit dem Scarabeus for the win, ey. Oh nein, Vorsicht. Nein. In diesen Asteroiden-Dings rein. So, der Platz gleich. Wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht irgendwie AE-Schaden kriegen von der Explosion des Schiffs. Nee, alles gut. Was ist das denn eigentlich hier? Escort. Ah, das regeneriert auch 6 Truppen. Okay. Müssen wir Truppen regenerieren? Geht eigentlich, ne? Ah, der verschwindet jetzt hier. Ah, das läuft doch alles wie am Schnürchen. Reaktiver Rumpf, so. Na, das. Rumpfstärke, ja. Was habt ihr denn jetzt hier für ein Problem eigentlich? Was ist denn das? Tanzt ihr hier oder was? Hä? Was ist denn das? Ist das ein Bug oder? Was machen die denn da? So, da sind die ineinander verkeilt oder was? So, dann hör du mal auf, dich zu bewegen und du fahr los. Alter, die sind ineinander verkeilt. Das ist doch ein Bug, oder? Kennt ihr so einen Effekt schon? Habt ihr sowas schon mal gesehen? Okay, also ihr seid raus aus dem Game, oder was? Super. So, dann machen wir hier eine große Flotte draus. Vorsicht, 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 Vorsicht. Die gefallen mir schon ziemlich gut, irgendwie die Necrons mit den Sprüngen. Der Wermutstropfen bei den Necrons ist tatsächlich, dass es so wenig Schiffe gibt. Das ist bei dem Imperium so viel geiler. Ich weiß gar nicht, wie es bei den Tyranniden ist. Zack. Boah. Mal Wiederaufbau. Cool, der Wiederbelebung. Belebt 3 Truppen. Oh, machen wir mal. Zack. Boah, geil. Nice. Ja. Sehr cool. So, jetzt noch die Kleinen. Da haben wir noch jede Menge geilen Stuff hier. Gehen wir mal auf Close Range ran. Da haben wir noch jede Menge geilen Stuff, mit dem wir hier richtig Bambule machen können. So, das einmal, zack. Dann das. Flucht. Oh. So, und dann würde ich sagen, verabschiedet ihr euch. Oh. Haben wir einen Sprung? Ready?
gerade so ein Detonationsradius irgendwie eingeblendet, oder? So, dann übernimmst du mal das hier. Ja, dann haben wir nur noch die Sternbasis, oder? Dann nehmen wir schon mal Kurs drauf. Wir können die ja mit dem Rückruf dann zu uns holen und weiß ich nicht, das kotzt mich hier an. Warte mal, vielleicht können wir das mit dem Sprung lösen. Haha, haha. Machen wir mal. Zack. Du springst bitte woanders hin. Ja. Nice. Okay. Dann das. Das ist jetzt die Flotte 1. Zack. Und zwar auf Max Range bleiben wir hier vielleicht mal. I serve your glory. So. Wer schießt denn da noch? Wo bist du denn eigentlich? Ist das okay? Initializing bolt power. Victory probability slipping. Ah ja, da. Engage in weaponry. Not in my house, ey, mein Lieber. Zack. In your ass. As you command. So. Dann dreht er rein. Und go. Internal damage registered. Energy to weapons array. We are death. Kann auch sprengen. So. Motive units fully engaged. Jo, das sollte es gewesen sein. Machen wir nochmal nachladen. Und dann können wir hier... hier gleich... dazu springen. Ja, das ist mal eine Weile beschäftigt, ne? Mit so einem Kampf. Ja, nein, also jetzt für diesen Zug, eine Schlacht haben wir dann noch. Also wir müssen aufpassen, dass wir den Tag nicht vor dem Abend loben. Komm, wir gehen mal nah ran. Boah. Dunk, Impact. Nee, das sind... Nee, waren keine Jäger. Okay, ich dachte, das ist ein Jagdflugzeuger. Machen wir mal. Wuppen. So, Enter-Kommando. Zack. Sehr schön. Der Arabeus-Schwarm, ey. Okay, wie sieht es da drüben aus? Sieht gut aus, ja? Ach, es ist... alle Schiffe der Flotte, das Antwort... Ach, hätte ich die vorher dann noch groupen müssen? Okay, wieder was gelernt. Alles klar. Okay, das heißt, man muss die, also wirklich nur die Schiffe der Flotte des Anführers, ja. Haben wir ein bisschen gefailt, würde ich sagen, aber egal. Das geht auch so. Glaube ich, ein bisschen auf Range gehen. Ja. Energy to weapons array. So, jetzt. Initializing bolted power. Ja. Engaging weaponry. Down.
Recon Essence. Zack. Komm, fight da auch noch mit jetzt alles drauf, was geht, ey. Wir nehmen aber da mal ein bisschen auf Distanz. Nicht, dass das Ding uns gleich um die Ohren fliegt und unsere Flotte unnötig beschädigt. Override. Ganz schön zäh, diese Dinger, ne? So, dann noch einmal die Pulswelle. Ich glaube, das bringt gar nichts, wenn man die Jäger hier auf so eine Base. Ja, da kommen dann aber auch Abfangjäger raus. Na, ich glaube, das können wir jetzt mal schneller machen hier. Ja, das war doch ein ganz spannender Kampf. Und sowas macht man dann auch gerne manuell. Wie gesagt, wenn man da mit 500 Punkten dann irgendwie über ist, dann mache ich das mit einem automatischen Gefecht. Victory is mine. Ich hoffe mal, das gibt fett XP jetzt. Finde ich übrigens nicht so schön, wenn in so einem Ladebildschirm die Musik so abrupt abreißt. Man hat immer das Gefühl, das Spiel hat sich aufgehängt oder so. Kennt ihr das? Zack, Level up. Wir haben einen Schlachtplan erhalten. Können wir wieder spektakulär einsetzen. So. Flottencap geht hoch. Nice. Filzkapazität geht hoch. Führung geht hoch. Verfügbare Schiffsklasse. Schlachtkreuzer. Aha. Wir haben halt wenig Geld. Und das werden wir benutzen, um die Basis jetzt hier zu sichern. Naja, und das wird unser, das wird das nächste, nee, gar nicht das nächste Gefecht. Nee, Zug beenden. Okay. Ich dachte, wir müssen zwei Kämpfe diesen Zug noch machen. Naja, jetzt haben sie. Gut, das ist aber dann Stoff für die nächste Geschichte, die wir in der nächsten Folge erzählen. Es hat mich sehr gefreut, dass du hier bis zum Schluss dabei geblieben bist. Ich bin der Basti, ich bin hier raus. Ich sage ciao, ciao.